Hallo, hier ist euer Shadowbroker 80. Ich zeige euch heute die Mission. Es kommt ein Schiff gefahren aus Assassin's Creed Odyssey. Wir werden uns da nochmal zurückbewegen. So, unser Startinsel. Da wir in der letzten Folge gesehen hatten, hier ist es dann doch ein bisschen tricky mit den drei Schiffen. Deswegen werden wir jetzt erstmal schnell das erledigen. Und einfach mal da rüber schippern. Wie gesagt, ich werde hier nebenbei dann auch offline dann hier Ressourcen farmen, dass wir das Schiff upgraden können und auch die Rüstung ist ein bisschen einfacher haben. Das ist ja blöd da drauf. Na toll. Haben wir die Quest nicht geschafft? Es ist jetzt gerade gestorben. Naja, ist halt so. Man kann ihn. Du hast hier nichts verloren. Ja, du auch nicht. Kämpfe! Kämpf doch. Ich will daneben schießen. Einschoner bekommen. Hilfe! Ja, Hilfe! So. Danke dir, meine Freiheit! Den letzten Schatz drin. Mann, halt doch mal still, wie soll man denn hier zielen? So was erbärmlich. Einfach ehrlose Zivilisten. Stöchel, ne? Nee. So hat man's gern, ne? Da ist er noch. Und los.
Spiel. Ich sage es dir ja nur ungern, aber dein Bruder ist tot. Ist tot? Geh mir aus den Augen, sonst bezahle ich jemanden, der dir die Kehle aufschnitzt. Das würde ich gerne sehen. Wollte doch deinen Bruder retten. Fehlgeschlagen. Wo ist denn der hin? Ist er weggeflogen? Ist ja auch nicht schlecht. Ist der Ziegen weggeflogen? Sah so aus, ob. Und sah jedenfalls so aus, ne? Das andere Schiff da hinten. Wir müssen mal ein ernstes Wort miteinander machen. Wie gesagt, ich würde gerne das Schiff drehen, aber mit so wenig Ressourcen, die ich habe, geht das noch nicht hin. Wenn wir uns das mal angucken. Zum Beispiel die Nachladezeit und erhöht verschiedene zwei Pfeilsalven. Pfeilsalven brauche ich 105 Olivenholz. Ich habe gerade mal erst 84. Ja, das dauert. Deswegen mache ich das dann offline. Davon einfach ein bisschen mehr von Spiel, von Gameplay, und ich denke mal, euch würde es nicht interessieren, wenn ich die ganze Zeit hier umrenne und irgendwelche Ressourcen fahre. Zu nehmen auf ein paar hundert Meter Entfernung, ein paar Kilometer Entfernung. Ne? Ja. Komm, dann um. Segel runter oder rein! War noch zu weit weg. Zusammen.
der Folge. Schiffe sind Piraten. Okay. Wir holen uns mal die beiden Piratenschiffe. Segel einholen! Mehr Ruder! Volle Fahrt! Haben die jedenfalls gut übernommen wieder. Wie damals in Black Black. Außer was mir aufgefallen ist, dass die Mannschaft teilweise nicht rübergeht zum Entern. Also in der letzten Folge ist mir aufgefallen, dass sie irgendwas nicht gekämpft hatten. Guck mal, da schwimmen noch die Leichen. Dann suchen wir mal. Ah, da hinten. Nee, das ist ein Kriegsschiff, glaube ich. Da hinten meine alten Seemeeren. Oh, ist entdeckt. Ja, das könnte ein Handelsschiff sein. Egal, den holen wir uns. Oder ins Wasser. Den haben wir uns jetzt auch noch geholt zum Abschluss der Folge. In der nächsten Folge werden wir dann. Ein Upgrade können wir machen. Waffenschaden, Ausdauer des Schiffes und Besatzung oder Arsenal. So, dann werden wir mal gucken. Unten steht der Schiffszustand. Beschleunigung, das ist mir relativ egal. Zwei Bootsleute können angeheuert werden. Das ist natürlich praktisch. Was machen wir jetzt? Geht nicht. Geht auch nicht. Ah, okay, das können wir machen. L2 und R1 gedrückt, um Brandfälle zu verschießen. Drücke R1, um Brandspeere zu werfen. Macht natürlich auch ein bisschen Schaden, ne? Das machen wir mal. Das sind Feuerschaden. Das probieren wir jetzt noch schnell aus und dann kicken wir mal. Oh, jetzt hier. Feuerschrallen. Die Verbesserung Feuerschrallen hat mächtige Feuerangriffe für dein Schiff freigeschaltet. Verwenden normale Angriffe, um Feuerkraft aufzubauen und
und entfesselt spezielle Feuerangriffe, um zum Beispiel Brandpfeile mit L2 und plus R1 oder Brandspeere. Mal gucken, vielleicht haben wir hier noch ein kleines Opfer. Na, dann nehmen wir den hier. Nikos, Wechsel. Das ist ein Händler. Ein Händler. Betroffene Gewässer! Scheiße. Okay, gut zu wissen. Erhöht das Tempo! Da hinten war ein Pirat, habe ich gerade gesehen. Ja. Den holen wir uns. Den Händler lassen wir diesmal in Ruhe. Ich nehme gerne noch den Feuerpfeil ausprobieren. Er macht nämlich gerade Jagd auf den Händler. Kann er nicht machen. Hol das Segel ein! Aber was ist schade für eine Feuerschale. Geschwindigkeit! Feindliche Pfeile! Auf den Weg! Ich versuche uns zu verlassen!
jetzt den und dann. Und dann. Au. Na komm. So. Folge. Dann werden wir nach der nächsten Folge ein bisschen Piratenjäger spielen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Mir hat sie gefallen diesmal. Wie immer. Außer wenn die Gegenstände in den Wänden verpackt sind. Das war euer Shadowbroker 80. Wenn euch die Folge gefallen hatte, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Und wenn ihr ein Abo da lasst, würde es mich natürlich auch sehr freuen. Bis dann, euer Shadowbroker. Ciao, ciao.